Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Roberta an. Dieser hat über das Wasserbett von Sofa Dreams geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Wasserbetten haben gegenüber den herkömmlichen Betten eine Menge Vorteile. Angefangen bei der Hygiene, der regulierbaren Temperatur sowie der Langlebigkeit der Matratze. Heute soll es um das Modell Night von Sofa Dreams gehen. Dabei werde ich auf die Besonderheiten des Modells eingehen und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Der Einstieg soll ein kurzes Porträt der Firma Sofa Dreams sein. Sofa Dreams ist ein Unternehmen, welches im Jahre 2006 in Berlin gegründet wurde. Seither sind sie spezialisiert auf Designermöbel mit einzigartigem Charakter. Die Produktionsstätten liegen alle in Europa, sodass alle Qualitätsanforderungen und Standards, die die Europäische Union vorgibt, eingehalten werden. Damit sind alle Produkte auch entsprechend TÜV Süd zertifiziert. Im Sortiment gibt es neben Wasserbetten und klassischen Betten noch eine breite Auswahl an Sofas und Couches, wie der Name bereits verrät. Neben ihren Polstermöbeln bieten sie außerdem auch noch Einrichtungsmöbel wie Vitrinen, Couchtische und ähnliches für den Wohnbereich sowie Esszimmertische und Stühle. Das Modell Night ist ein rundes Bettgestell mit einer eckigen Wassermatratze. Bei der Matratze handelt es sich um eine Duo-Wasserbettmatratze Messermoll von Lanexex. An beiden Bettseiten befinden sich Abstelltische, die man vom Bett weg oder zum Bett hin bewegen kann. Das Kopfteil ist mit Lampen ausgestattet und kann daher beleuchtet werden. Das Wasser in der Matratze lässt sich regulieren. Den Härtegrad kann man für beide Seiten individuell festlegen. Die Außenseite des Bettes ist mit einem weichen, hochwertigen Kunstleder überzogen. Die hohe Qualität des Kunstleders stellt Hautverträglichkeit, Schweißresistenz, wasserabweisende Eigenschaften und Reißfestigkeit sicher. Als Farbe wird Weiß angeboten, Sonderanfertigungen sind möglich. Die Gesamtbreite beträgt mehr als 1 Meter, die Länge ca. 250 cm. Das Kopfteil ist 92 cm hoch. Der Rahmen hat eine Höhe von ungefähr 20 cm. Die Liegefläche beträgt 180 x 200 cm. Das Bett hat ein Füllgewicht von ca. 700 Kilo. Ein Vorteil gegenüber einem klassischen Bett ist, dass man ein Wasserbett komplett hygienisch reinhalten kann. Die Matratze, bei Sofa Dreams zumindest, ist mit einer Vinylfolie überzogen, die ein Eindringen von Staub, Schmutz und Hautpartikeln ausschließt. Die Vinylüberfläche ist antistatisch, antibakteriell und luftdurchlässig. Sie ist außerdem leicht zu reinigen mit haushaltsüblichen oder speziellen Reinigern. Ein spezieller Vinylreiniger eignet sich jedoch am besten, da dieser das Material noch zusätzlich pflegt und Risse und Versprödungen vorbeugt. Der VT-Bezug der Matratze ist abnehmbar und in der Waschmaschine bei 60 Grad waschbar. Mit diesen Möglichkeiten der Reinigung kann man ein Wasserbett in einem hygienischen Zustand halten, wie man ihn sonst nur am ersten Tag der Nutzung hat. Das macht ein solches Bett geeignet für Allergiker. Neben der Hygiene spielt die körperliche Gesundheit eine große Rolle. Das Wasser in der Matratze passt sich dem Körper optimal an. Die Muskulatur kann einen komplett entspannten Zustand während des Schlafens erreichen, welches ein neues Gefühl der Erholung verleiht. Der Härtegrad ist für beide Seiten verstellbar, sodass man diesen perfekt an die eigenen Ansprüche, insbesondere im Blick auf die Wirbelsäule, anpassen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich ein Wasserbett auch dann noch optimal anpassen kann, wenn mehrere Personen gleichzeitig im Bett liegen. Die gleichmäßige Belastung des Körpers kann Druckstellen vermeiden, was besonders wichtig für Menschen, die viel im Bett liegen müssen, ist. Die Langlebigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass eine Wassermatratze im Gegensatz zu einer normalen Matratze nicht durchgelegen werden kann. Das rechtfertigt eventuell auch den höheren Anschaffungspreis eines Wasserbettes, da man bei normalen Betten regelmäßig die Matratzen austauschen sollte. Neben den individuellen Härtegraden kann man auch die Temperatur des Wassers bestimmen. Bei dem Night-Modell von Sofa Dreams werden zwei Sigma Keramikheizungen geliefert, jeweils eine pro Seite. Damit kann jeder seine Seite so temperieren, wie es einem am liebsten ist. Im Winter muss man nicht mehr frieren, da man mehr oder weniger auf einer Heizung schläft und im Sommer wird man angenehm kühl gehalten. Auch größere Gewichtsunterschiede bei Partnern spielen keine Rolle, da das Wasser es selbst ausbalanciert, sodass keiner versehentlich während der Nacht zur anderen Seite ungewollt rollt. Zur Unterstützung der Gewichtsverteilung wurden im Grundgestell Gewichtsverteiler verbaut, die die Last des Wasserbettes und der Personen gleichmäßig verteilen. Bei Wasserbetten gibt es keinen nervigen Spalt, der sonst zwischen zwei Matratzen entsteht. Das steigert den Komfort zusätzlich. Wasserbetten weisen auch einige Nachteile auf. Die meisten davon sind mit Kosten verbunden. Die Anschaffungskosten liegen meistens über denen von normalen Betten. Neben diesen hat man noch laufende Kosten für den Strom, der für das Heizen verbraucht wird, sowie für spezielle Reiniger und Conditioner für das Wasser in der Matratze. Wenn das Wasser nicht angemessen gepflegt und gereinigt wird, kann es zur Eigenbildung kommen. Dies lässt sich vermeiden, solange man sich an die Reinigungszyklen hält, die die Wasserqualität aufrechterhalten. Ein weiterer Nachteil könnte das enorme Gewicht sein. Das schränkt nicht nur die Mobilität ein, sondern könnte auch ein Problem für Altbauten werden, da es zu hohen Belastungen der Decke kommt. Einige Altbauten könnten dafür keine angemessenen Deckenkonstruktionen haben. Das Modell Night ist das erste Wasserbett für mich. Zuvor habe ich mein ganzes Leben auf einer klassischen Matratze geschlafen.
Nachdem ich nun vermehrt Beschwerden im Rückenbereich bekommen habe und es sowieso Zeit wurde, die Matratze auszutauschen, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Letztlich haben mich die Vorteile eines Wasserbettes überzeugt. Gekauft habe ich das Bett bei Amazon für einen Preis von 1849 Euro. Angekommen ist die Lieferung nach ca. 4 Wochen. Enthalten sind das Gestell, die Matratze, zwei der Sigma Keramikheizungen, ein Sockel, eine Entlüfterpumpe, zwei Flaschen Conditioner für das Wasser, VT-Bezug und ein Vinylreiniger. Für den Aufbau bekommt man eine Anleitung zur Hand. Es waren nur wenige Stunden notwendig und die Kraft von zwei Personen, um das Bett am Ende stehen zu haben. Das Aufbauen ging dabei noch schneller und das eigentliche Befüllen mit Wasser. Das Schlafen war die ersten Tage zunächst ungewohnt, aber nicht unangenehm. Nach einigen Tagen war es schon zur Normalität geworden und ich konnte merken, wie es meinem Körper gut tat. Ich kann besser schlafen und habe auch das Gefühl, insgesamt ruhiger zu schlafen. Das heißt, ich wache auch nachts nicht mehr so häufig auf, da ich einfach entspannter liege und auch meine Position meistens beibehalte und nicht mehr andauernd ändere. Am meisten gefällt mir das Einstellen der Temperatur. Unabhängig von den Vorlieben meiner Frau kann ich meine eigene Seite immer schön kühl halten. Man merkt dabei auch tatsächlich einen Unterschied. Wenn ich auf der Seite meiner Frau liege, merkt man sofort, dass es dort wesentlich wärmer ist als auf meiner Seite. Die Reinigung ist unkompliziert, das Abwischen des Vinylbezugs mit dem Extra-Reiniger ist in wenigen Minuten erledigt. Man muss eben nur darauf achten, dass man regelmäßig den Conditioner verwendet. Da schaut man am besten nochmal auf die Gebrauchsanweisungen. Wir haben es uns einfach in den Kalender eingetragen, um es nicht zu vergessen. Als Fazit kann ich ziehen, dass sich das Kaufen des Wasserbettes definitiv gelohnt hat. Den Preis von unter 2000 Euro finde ich gerechtfertigt und ist auch nicht mehr viel höher als ein normales Bett. Meine Schlafqualität hat sich seitdem verbessert und ich würde jedem empfehlen, ein Wasserbett mal auszuprobieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.